Ich hole mir mal gerade den dicken hier. So. Nein! Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich der Hai wieder. Ja, Treffer versenkt. Oh Mann, da habe ich aber nicht lange geschlafen. 4.56 Uhr. Oh. Normalerweise schlafe ich etwas länger. Und damit herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Und ich bin jetzt auf meiner Tour gen Westen. Und ja, das ist die, glaube ich, die westlichste Insel hier. Und ich sehe noch gar nichts. Ich muss damit rechnen, dass hier überall irgendwelche Haie rumlaufen. rumschwimmen. Besser mit Licht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, hier lagen eine ganze Menge von den giftigen Seesternen. Da bin ich dann doch ein bisschen vorsichtiger. So, immerhin. Zweimal zwei Reifen. Das wären schon wieder zwei Schwimmbasen. Dann kann ich das Floß noch nach vorne ein bisschen verlängern. Aber ich möchte heute mir nochmal die anderen Wracks, die hier alle liegen, angucken. Es scheinen einige zu sein. Warte mal, wie war denn das? Essen, trinken, trinken geht so. Nehmen wir schon mal ein Schlückchen. Überall blubbert es. War das? Das war, glaube ich, das Wrack, wo ich die Reifen gerettet habe. Und der Tag bricht an. Okay. Dann brauche ich kein Licht mehr. Ein Stück Holz. Hallo Setzling. Erstmal das Holz weg. Damit ich... Oh, jetzt werde ich ja richtig bestrahlt hier. Wo war der Setzling? Da. Komm, du wirst gebraucht. Ein Steinstapel. Okay. Muss ich noch was essen? Wäre eine Option. Mhm. Was habe ich denn? Oh, gar nichts mehr. Hier ist nur noch ein Stück groß. Habe ich so viel in der letzten Zeit gefuttert? Scheinbar. Vielleicht gehe ich dann auch erstmal unter Wasser ein bisschen jagen. Ich brauche ja sowieso noch Punkte, was die Jagd angeht. Da bin ich nicht ganz so gut aufgestellt, wie ich es gerne hätte. Also da ist jetzt ein Feld. Wahrscheinlich kriege ich da gleich dann mal eine Meldung, dass ich endlich mal gelevelt habe. So. Okay, dann brauche ich einen Fischspeer. Und das Speergewehr habe ich in weiser Voraussicht jetzt auf der Tasche. Wer weiß, wann der Hai wieder ankommt. So. Einer reicht erstmal. Ist das Hai-Musik? Nö. Lehm. Auch nicht schlecht. So, was hätten wir denn gerne? Sardinen nicht unbedingt. Ich hätte schon gerne ein bisschen was Größeres. Was so mittlere Fleischstücke gibt. Schützenfisch ist auch was Kleines. Die größeren Fische...
Da war ein Rotfeuerfisch. Den will ich nicht. Den kann man übrigens auch erbeuten. Ah ja, hier. Wieder was Gefährliches. Und der ist, glaube ich, auch gehört zum Rezept für einen, ja, für einen speziellen Trank. Oder ich glaube für einen Anti-Hai-Trank. Da gibt es sowas auch. Sardinen. Diskusfisch? Habe ich den schon mal gesehen? Ich glaube, der ist relativ neu. Der ist schon wieder so ein... Also hier ist viel Giftiges unterwegs, habe ich das Gefühl. Da, sowas hätte ich... Nee, Schützenfisch. Sowas hätte ich gerne. Kabeljau. Danke. Giftige Schlange. Habt ihr noch was anzubieten? Noch ein Kabeljau, komm her. Danke. Okay, schon mal zwei Kabeljau. Das ist doch mal ein Anfang. So fürs Frühstück ist das okay. Mist. Habe ich mich verlaufen? Ah, die Inseln sind ja auch so groß, da kann man sich schnell verlaufen. Ne. Ich wollte gerade sagen, das ist auch ein Stein. Also ein abbaubarer Stein, ist aber nicht der Fall. So, da haben wir meinen Grill. Da kann ich schon mal die Kabeljaue bearbeiten. Nein, ich will nicht fallen lassen. Ich will ihn häuten. Ich habe kein Messer auf der Tasche. Das war's. Sollte ich mir mal vielleicht erst ein Messer bauen? Oder ich habe irgendwo noch... Da habe ich das Messer. So, jetzt aber. Häuten. Meckert er wieder? Oh, ist disgusting. Sag ich doch. Ach, wart's ab. Geräucherter Kabeljau. Also, da kann man... Nicht genug Platz im Inventar. Messer abwerfen. Kabeljau aufhängen. So. Ein bisschen Platz habe ich ja noch. Ich versuche jetzt mal zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ah, jetzt sehe ich es auch wieder blubbern. Ah, hier, genau. Nein! Oh, du blöd Mann, nicht. Hier wird er ja wohl nicht hinkommen. Speergewehr. Okay. Ja. Ganz gefährlich hier. Hai gefährlich. Da ist er. Nee. Hi? Hallo? Ich hol mir mal gerade den Dicken hier. So. Nein! Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich der Hai wieder. Ja, Treffer versenkt und ich blute. Ey, oh, und der hat mich. Die sind so hinterlistig, diese Biester. Naja, ist nicht so schlimm, weil ich habe mich ja vorbereitet. Ich habe hier sogar schon einen Webstuhl. Ist die Frage. Habe ich. Ich habe sogar eine Bandage parat. Also, wie sieht's aus? Sieht erstmal schlimm aus, aber einmal eine kurze Bandage und ich bin wieder geheilt. Das geht ruckzuck. So, Messer in der Hand. So, nein, du sollst den heute, den großen. Der gibt, glaube ich, zwei mittlere Fleischstücke. Und
Und da kommt der übliche Sturm, natürlich. Also hier auf der Insel wirklich jeden Tag. So, jetzt aber. So. Oh, kein Feuer mehr, kein Holz mehr. Holz nachlegen. Wo habe ich den Anzünder? Der müsste hier auch irgendwo liegen. Da ist er. Ja, das ist jetzt Survival für Fortgeschrittene. Bei Sturm Feuer machen. Mit so einem Feuerholz. Meine leichteste Übung. Fallen lassen, danke. So. Mittagessen ist auf dem Herd. Ja, toll. Und jetzt kann ich wieder nichts machen. Och, Mann. Also diese Unwetter hier auf der Insel sind wirklich mehr als lästig. Was machen wir denn? Bei dem Wetter will ich auch nicht auf Haijagd gehen. Aber dieser blöde Tigerhai, der hat mich das letzte Mal schon so erwischt. Eigentlich will ich gar nicht auf Haijagd gehen. Ich will ja eigentlich mir die Wracks hier angucken. Ja, jetzt sieht man wieder nichts. Die Frage ist jetzt, ist der Hai noch da? Ich sehe ihn nicht. Ich bin ja wieder geheilt. Oh, mitnehmen. Okay, Wrack tauchen. Bei dem Wetter. Das ist noch wieder eine Challenge für sich. Immerhin habe ich genug Taschenlampen. Die sorgen dafür, dass man auf jeden Fall was sieht. So, was habe ich denn ergattert? Ah. Noch ein Fischbär. Noch eine Ration. Irgendwo hatte ich schon Rationen. Da. Können wir stapeln. Ja, das ist das Schöne an Dosen. Leicht stapelbar. Ich sollte mich vielleicht doch auf Sardinen verlegen. Ich denke gerade drüber nach. Vielleicht schon mal noch wieder Bandagen herzustellen. Denn wenn ich auf Haijagd gehe, bleibt das meistens nicht ohne, oder geht das nicht ohne Blessuren ab. Und ist immer ganz gut, wenn man sich flott heilen kann. So. Ach, das reicht auch. Oh, trinken. Es ist heiß. Aha. Immerhin regnet es. Kann ich den Regen vielleicht so ein bisschen abschöpfen? Nochmal. Dann will ich einmal ein Stück Stoff. Das kann ich mir dann selber machen. Jawohl. Und eine Schnur. Und damit kann ich mir eine Bandage herstellen. Oh, schon wieder. Okay. Das Fleisch ist gekocht. Aber es soll ja geräuchert werden. Ich will mir jetzt nicht unbedingt einen Kopf drum machen. Oh, ich muss schnell, schnell essen, 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 bevor es verdirbt. Das finde ich immer so ein bisschen lästig. Komm, Regen. Füll mein Reservoir hier auf. Ich habe Durst. Nein, momentan geht es. Momentan habe ich mehr Hunger. Ja, vielleicht esse ich dann doch schon mal was hiervon. Beep. Das heißt, ich heile. Aber ich bin auch bei bester Gesundheit. Also die Bandage hat ihre Schuldigkeit getan. So, das war ja das Wrack. Da brauche ich eigentlich nicht nochmal hin.
oder? Nee. Das ist ein anderes. Bisschen schwierig. Oh. Hier kann ich selten rein. Interessant. Hier ist aber nichts zu holen. Ach, schön, wenn man länger die Luft anhalten kann. Das habe ich, glaube ich, mittlerweile ausgemaxt. Ja, komm mal. Noch ein paar Klamotten sammeln. Wow. Stoff. Literatur. Logbücher. Logbuch des Captains. Sturms. Ist es nicht wahr? Geht's noch ein bisschen getarnter? Diese fiesen Seesterne. Ah, Gott sei Dank. Er hört auf. Der Sturm legt sich. So, wo packen wir den Kram hin? Haben wir irgendwo... Ja. Oh. Ja, sehr flexibel hier. Also sehr variabel, wollte ich eigentlich eher sagen. Hoffentlich brauche ich dich nicht, liebe Pipi-Pflanze. Ich habe da so meine Zweifel. So, Licht brauchen wir nicht mehr. Gehen wir gleich auf Haijagd, oder? Auf jeden Fall, wenn er kriegt, er gleich erstmal einen verpasst hiermit. So, das gucke ich mir aber nochmal an. Hier war auf jeden Fall noch Stoff drin. Und Leder. Nein! Wieso? Ach! Ja, das ist ja wohl selten dämlich hier mit den zwei Speeren. So. Dann nehme ich lieber das Leder mit. Denn Leder kann ich hier vor Ort noch nicht herstellen. Beziehungsweise da müsste ich dann eben ein Gerbergestell bauen und das kostet auch wieder 4 Schnüre und 4 Holz, glaube ich. Also ähnlich wie hier den Webstuhl. Hier sind zwar sehr viele Setzlinge, aber ich will es ja nicht übertreiben. Na, geräuchert? Okay. Können wir das Feuer schon mal ausmachen? Sag mal, ich habe hier nur diese Batterien. Moment, wo war denn? Hier ist Leder, passt. Hier Stoff, passt. Hä? Wollte ich jetzt nicht unbedingt auswählen. Und wo waren die Batterien da? 4 Batterien und nichts anderes. Na ja. Nur ein paar Solarzellen und die Sache wäre geritzt. Okay, also ein Viertel ist auf jeden Fall vom Regen hier gefüllt worden. Das ist schon mal etwas. Lege ich mal nach. Trinken muss ich mit Sicherheit. Ja, klar. Okay. Tja, lass ich... Nee, ich lasse den Speer mal hier liegen. Einmal abwerfen. Das ist mein Kampfspeer hier, mein guter. 38, der hält auch nicht mehr so lange, aber der hat auch sehr, sehr lange gehalten. Also da kann ich mich nicht beklagen. Nehme ich gleich das Speergewehr in der Hand. Falls der Hai wieder da ist. Aber gleich wird es wahrscheinlich wieder dunkel. Das geht ja immer so schnell. Das ist ein Riffhai. Ich habe doch da... Da ist was. Oh. Hier sind wirklich viele Wracks. Komme ich da nirgendwo rein? Container? Von hier kann ich? Gerade mal Luft holen. Aufpassen, dass der Hai wieder nicht von hinten kommt. Tür. Ah, so geht's. Sehr schön. Was haben wir hier drin? Ein anderes Motorteil und ich kann es sogar mitnehmen. Perfekt.
Wobei, also Motorteile, die sammle ich jetzt zwar, ja, das ist eine Sammlerleidenschaft. Ich habe ja meinen Außenborder und wenn ich jetzt nicht eine ganze Flotte mit Flößen bauen will, dann brauche ich eigentlich erst wieder Motorteile, wenn ich tatsächlich mal sowas Tolles wie einen Gyrocopter bauen will, denn ja, gehen wir mal vielleicht gerade mal hier, Verbrauchsgegenstände, Geschichte, Handwerk, Farming, Transportmittel, da. Da gibt es nämlich den Gyrocopter, nur dazu brauche ich auch Gyrocopter-Einheiten, also spezielle Bauteile, und die habe ich schlicht und einfach noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Da brauche ich also mehrere von und kombiniere das dann mit den verschiedenen Motorteilen, die ich hier ja auch schon so sammle. Moment, das Seil. Ein Seil, ein Stück Stoff. Was kriegen wir dann? Eine Bandage. Oh, es wird schon wieder dunkel. Ja, Pipi-Pflanze. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch was finde hier. Ja, unter Wasser ist es schon wieder böse dunkel. Da oben gab es ja nichts. Ich kann hier durch die Kabine durchschwimmen. Ich nehme lieber Licht. Das hilft. Tür auf. Hier müsste ich irgendwo rauskommen und... So. Ja, da ist noch eine Kiste. Die kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Und das sollte es dann hier für dieses Schiff auch gewesen sein. Aber der kleine Fischtrawler, der hier nebenan liegt... Ah, jetzt wird es schon wieder richtig dunkel. Das geht so schnell. Vor allen Dingen, wenn der Sturm dann immer noch dazwischen kommt. Also, das ist das Tageslicht auszunutzen. Das ist hier wirklich gefährlich. Oder schwierig vielmehr. Mal gucken. Also langsam habe ich hier schon wieder eine ganz schöne Galerie. Den lasse ich mal ein bisschen weiter hier hinten fallen. Da hinten habe ich eine Lampe. Eigentlich könnte ich die auch... Ist auch egal. Spielt doch keine Rolle. Oh. Mann. Ich habe mir die Füße oder die Zehe an meinem Steinstapel gestoßen. Sowas gibt es auch. So, gucken wir mal rein. Ah, Hammer verfeinert, Fernglas, Bestiftungsgerät. Alle schöne Sachen. Moment, dann können wir den Hammer mal hier rüber packen. Die findet man auch Gott sei Dank recht reichlich. Man kann sich ja auch einen Holzhammer zum Bauen, das sind ja die Werkzeuge, die ich zum Bauen brauche, auch selbst herstellen, aber das macht man meistens nur das erste Mal. Und dann hat man genug von diesen Eisenhämmern. Und die verbrauchen sich zwar auch nach und nach, aber da habe ich mittlerweile so viel von. Das geht dann doch relativ einfach. Ja, das war's schon wieder. Wie spät ist es? 19 Uhr. Früh am Abend. Wie viel habe ich hier eigentlich drin? 18. Immerhin, da scheint der Mond so schön. Das könnte ich ja noch mal ausnutzen, um noch ein bisschen auf Pflanzenfasernjagd zu gehen. Obwohl, hier hilft die Taschenlampe dann doch mehr. Ja, Kartoffel, aber die ist schon geerntet. Und das war hier eine Quava-Frucht. Da ist ein, das ist auf jeden Fall ein Steinstapel, den man abernten kann mit einer Spitzhacke. So, Palmsetzling, Setzling, da ist er. Blätter, faserig. Die Bezeichnung, die finde ich... Was? Ein Holz, was ich noch nicht mitgenommen habe?
Wo gibt's denn sowas? Blätter faserig. Ja, das sind so immer die Sachen, die man noch in der Dunkelheit so ein bisschen machen kann. Wenn man weiß, dass die Insel sicher ist. Die habe ich jetzt mal als sicher definiert. Und das gilt dann ungefähr für 7 Tage, meine ich. Und nach 7 Tagen respawnen dann die Großtiere, die hier sonst immer rumlaufen. Das sind dann Großkrabben, die Jagd auf einen machen. Und vom wilden Eber will ich gar nicht erst reden. Der sorgt immer für viel Spaß und viel Aua. Holz. Noch? Ja, Holz ist ja sowieso immer die wesentlichste Ressource. Zumal sie nicht wirklich nachwächst. Palmen und leider auch hier diese Piniensetzlinge, die auch Holz bringen. Also das ist hier ein Stock, so ein kleiner Piniensetzling. Während die Pflanzenfasern, die wachsen. So schnell kann man gar nicht gucken. Doch, kann man, aber sie werden auch wirklich für alles Wichtige wirklich gebraucht. Also macht schon Sinn. So, hier brauche ich sie zum Beispiel. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da müssten jetzt hier 24 jemand schon mal sein. Holz kommt auf den Holzstapel. Tja. Oh, der Mond. Schön. Die Nächte sind immer herrlich. Wenn man das von den Tagen auch so sagen könnte. Oh, die Yucca ist auch schon nachgewachsen. Also Pflanzenfasern ohne Ende, aber genau das ist auch richtig, denn ich brauche die ja nun auch spätestens, wenn ich auf Haijagd gehe. Bandagen, Bandagen, Bandagen. Ich weiß nicht, wie viele Bandagen ich jetzt schon verballert habe. Yucca? Ich muss aufpassen, dass ich das Ding hier nicht komplett kaputt mache. 13%. Ich glaube, langsam ist es soweit, dass ich mir daraus ein vernünftiges Messer crafte. 2. Jetzt geht die Pflanzenfasersuche wieder los. Na, na komm. 3. 4. 5. 6. Okay. Jede Yucca gibt 6 Pflanzenfasern. Da kann man sich drauf verlassen. Ja. Sieht soweit schon mal ganz gut aus. Ich habe auch wieder genug Pflanzenfasern. Irgendeine Idee hatte ich jetzt noch, was man eventuell craften könnte. So, ein bisschen habe ich noch zum Frühstücken. Das ist auch okay. Wie sieht es mit Wasser aus? Mittel. Irgendwas wollte ich noch machen. Und ich habe schon wieder vergessen. Ach ja, richtig. Wo ich es in der Hand habe, 12% nur noch. Ich werde mir mal noch mal daraus jetzt ein verfeinertes Messer machen. Dazu brauche ich ein Seil und einen Stock. Ja, hatte ich ja nicht eben gesagt. Hier ist so ein kleiner Piniensetzling. Das ist genau ein Stock. Den kann ich jetzt mit dem Steinwerkzeug nochmal zerlegen. Jetzt hat das Steinwerkzeug noch 7 Haltbarkeit. Aber das ist doch easy. Meine Taschen sind voll. Ich lege doch mal hier die Bandage weg. Nein. Bleib doch mal ruhig. Dann brauche ich ein Seil. Und dann müsste ich auch ein verfeinertes Messer machen können. Und das Coole dran, 100% Haltbarkeit, aus einem Steinwerkzeug, was nur 7% Haltbarkeit hat. Das ist
optimierte Steine ausnutzen. Hat auf jeden Fall gut geklappt. Hier habe ich noch das zweite, das war relativ schlecht im das hat einen relativ schlechten Zustand gehabt. Nein! Jetzt habe ich es wieder getan. Er hat es wieder getan. Er hat die Kiste aufgenommen, statt sie aufzumachen. So, Inventar. Das ist ja das Gemeine. So, 67. Das hält aber auch noch relativ lange. Und das ist das 100-prozentige. Okay. Ja, schön. Ja, dann werde ich wohl den Rest der Nacht, wie spät ist es? Jo, 23 Uhr, Zeit, sich in die Koje zu hauen. Das machen wir jetzt auch. Einmal. Und ja. Ich glaube, morgen nehme ich als Haupttask dann doch mal Haijagd. Ich befürchte nur, sobald ich den habe oder wenn ich dem, ich weiß nicht, 15, 16 Pfeile braucht er meistens immer. Und dann verpasse ich ihm 15 und dann haut er ab und dann kommt der Hammerhai und ich habe meine 15 Pfeile das letzte Mal gesehen. Das ist immer das Frustrierende an der ganzen Sache. Ich speichere auf jeden Fall erstmal und dann werden wir mal gucken, wie das morgen läuft. Ich möchte ihn ja doch gerne tot sehen. Nachdem er mich zweimal doch relativ böse angeknabbert hat. Möchte ich auch mal ein bisschen knabbern. Okay. Ich hau mich, wie gesagt, jetzt hier auf mein Feldbett. Ne, die Dünung, die wiegt mich in den Schlaf. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.